Wenn wir die Stadt leer geplündert haben, können wir die Quest machen. Aber erst plündern. Ich war nicht mal in deiner Nähe. Es ruckelt. Glaube ich. Dann weiß ich zumindest Bescheid, wenn ihr mir das sagen würdet. Und runter. Okay. Das Ding sagt, ich soll hoch. Ich soll anscheinend den da reden. Du hast eine Maske für mich? Wenn das mal nicht Eivor vom Rabenclan ist. Eivor, wer? Leute reden. Über Eivor die Dänin, da hörte ich viel. Sie sei feige, ein Hund und ein Aas. Du kannst sicher sehr gut mit der Axt um dich hauen. Aber sprechen wohl nicht. Ach nee. Ja, Maske ist Spottstreiten, genau. Du wirst dich noch wundern. Lass uns streiten. Oh, ich will deinen Einsatz sehen. Hier ist mein Silber. Fang an. Man sagt, Eivor ist langsam und stumpf wie ein Troll. Die du sprichst, sind wohl närrisch und hegen einen Groll. Sieh an. Nicht schlecht. Man sagt, du bist feige und scheust jede Schlacht. Wer auch immer so spricht, wird von mir fertig gemacht. Sie haben recht. Du bist wirklich schlecht. Ich habe Stimmen gehört, du wärst einfach beschränkt. Danke. Da hat sich wohl nur jemand die Zunge verrenkt. Daran solltest du noch arbeiten. Ja, 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 ich weiß gar nicht. Du bist noch schlechter, als man sich erzählt. Die Gerüchte sind also doch wahr. Ich werde die Lüge deines Versagens in ganz Englerland verbreiten. Du solltest besser mal die Klappe halten. Ich komme wieder. Bis. Neben meinem Lehrmeister das erste Mal verloren. Wieso? Drache! Willst du deinen Ruf bereinigen, oder wie? Ich werde dir zeigen, was... Wir werden sehen. Hier ist mein Silber. Fang an. Man sagt, Eivor ist langsam und stumpf wie ein Troll. Die du sprichst, sind wohl närrisch und hegen einen Groll. Sieh an. Nicht schlecht. Man sagt, du bist feige und scheust jede Schlacht. Wer das sagt, spricht nur Lügen. Ich strotze vor Macht. Spannend. Sehr spannend. Ich habe Stimmen gehört, du wärst einfach beschränkt. Ich bin einfach zu klug, deshalb sind sie gekränkt. Da hattest du doch nur Glück. Sowas, welch eine Überraschung. Eivor vom Rabenclan ist ein echtes Redetalent. Glaub nicht jedes Wort. Es sei denn, mein Spottstreiten wird gelobt. Das entspricht immer der Wahrheit. Nimm diese Münze. Fortan werde ich nur noch Gutes über dich zu berichten wissen. Juhu. Kito. Was ist der denn hierher gekommen? Da sind Schätze. Entschuldigung, ich schub's gerne oder so. Hep. Hep.
Ja, es ruckelt wieder, oder? Ja, nicht. Ja, hallo Kiste. Hier rein, wo geht's hier rein, wo geht's hier rein? Da geht's rein. Wer macht denn die Türen immer zu? Redet der? Ihr kümmert euch um eure Schafe, um eure Kühe. Aber ihr seht die Schurken nicht, die sich euch nähern. Okay. Noch hält Estengler ohne König durch. Doch für wie lange? Wer wird uns in der Hi. Oh, hallo. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Bestimmt. Was hast denn du so? Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Lässt du mich auch gehen? Bleib gesund. Wow. Ich zeig dir, wo die Fässer lagern. Geh vor, immer nach dir. Da ist mir wohl der Met ausgegangen. Heil, bring mir sofort mein Heil. Dann wird es gut, holde Wirtin. Lang mögest du einschenken. Dem geht's gut. Oh, ich kann das auch. Ich muss da rein. Zum Weg. Weg da. Ich habe einen eisernen Magen. Ich auch. Ah, ist dein Durst auch so groß? Der Sieg ist dein, wenn du es schneller runterkippst als ich. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wetteinsatz? Nichts. Es lohnt sich. Hoch die Hörner. Los doch, fordere mich heraus! Schau! 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 Mist. Doch, tue ich. Scheiße. Schluck schneller. Fuck. Nee, ich hab gewonnen. Das war aber knapp. Ha! Voll verkackt und trotzdem gewonnen.
Fuck, ich hab gewonnen. Ich dachte, ich hab verloren. War der nicht ein Schluck schneller als ich? Ja, ja. Dann kann man das hier verschieben. Königsmord? Erzähl mir mehr. Das klingt lustig. Fass diesen Thron nicht an. Er wurde von einem Priester gesegnet. Diese Pfeile sind prächtig. Wirklich wunderbar. Von König Edmunds Tod. Die Heiden haben König Edmund befohlen, Gott und allem, was heilig ist, abzuschwören. Doch selbst geschunden und geprügelt hielt unser König an seinem Glauben fest. Er sagte, sie könnten tun, was sie wollen, doch er würde sich niemals beugen. So folterten die Heiden ihn hier mit ihrem grausamen Widerhaken zu Tode. Ja, erzähl mir mehr. Warte, du bist nicht meine Quest. Was ist denn hier? Ein Anwesen im Wald. Ein wandernder Mönch verbreitet das Gerücht von römischen Ruinen südöstlich von Norwig. Die Pflicht nötigt mich, einen solchen Ort aufzusuchen, doch dem Mönch zufolge lauern düstere Dinge in diesen Landen als plündernde Dänen. Fürs Erste vertröste ich mein rasendes Herz. Die Ruinen haben viele Winter überstanden. Sie können warten. Ich muss am Leben bleiben, um sie zu erforschen. Trinken hast du ja gerade geübt. Dann muss ich mir erst was einschenken, was neu ist. So. Anzurühren, du entweihst den Schauplatz eines Martyriums. Woher kommt deine Leidenschaft für diese Pfeile? Als der Priester den verstorbenen König Edmund segnete, weihte er diesen Thron und alles darauf. Der Segen brachte ihm nichts. Das kommt darauf an, was du von König Edmund hältst. Es ist sonderbar. Ich habe diese Pfeile zwar untersucht, doch nie gewagt, sie zu berühren. Aber da du sie eingesammelt hast, würdest du sie mir verkaufen? Ich hätte mehr Pfeile einsammeln sollen. Ich verkaufe gern, aber Edmunds Pfeile könnten mit meinen eigenen vermischt worden sein. Ich habe das Auge einer Chronistin und kann alt von neu unterscheiden. Die Geschichte des Königreichs will gerettet werden. Verkauf mir einfach alle. Diese Pfeile sind dieselben, die den guten heiligen Edmund durchbohrten. Ich muss diese Reliquien untersuchen. Danke. Oh. Ich lass sie mal in Ruhe, das passt schon. Ich will mich da nicht einmischen. Nein. Ich wollte die Quest doch nicht stoppen. Hör auf zu sabbern. Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn Halfdan schickt dich. Nehmen wir an, Halfdan hätte mich geschickt. Und nehmen wir an, dass du Finn bist, sein Statthalter in East Anglia. Ja. Wie gedenkst du, einen König für dieses Reich zu finden, wenn du immer so eifrig bist? Ich habe ihn bereits gefunden. Und sobald der Mann vermählt ist, wird sein Arsch auf diesen Thron gepflanzt. Welcher Mann? Weißt du, Fremde, du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah,
Das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat? Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Made. Und wer ist diese Königsmade? Ja, ich bin gespannt. Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum krönst du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist, als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt? Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Okay. Na, das kann ja was werden. Gut, ich war hier in der Stadt, aber noch nicht fertig. Und zwar haben wir hier noch was. Genau. Da oben. Weg da, ich will da hoch. Ich glaube, ich bin zu hoch, richtig? Richtig. Mist. Gut, ich gehe ja schon wieder rein. Ah! Hoch. Da auch nicht. Ah, es geht noch weiter hoch. Okay. Hi. Ist geil. Das funktioniert schon nicht. Rixegurnar Seite 3, 3. Solveigs Niederkunft. Eines Jahres, als der Frühling nahte, verliebte sich Rick. Sein Auftreten war Solveig ins Auge gefallen, einer Trell, die für die Metzubereitung zuständig war. Der Legende nach schwamm sie in einem Fass der Honigwellen, als Rick kam und seinen Krug eintauchte, um ihn zu füllen. Solveig griff nach dem Krug und zog Rick in das Fass. So verdiente sie sich den Namen Solveig, die Metmaid. In jener Nacht gingen Solveig und Rick lange im Wald spazieren und vollzogen dort ihre Liebe. Bei ihrer Rückkehr jedoch stellten sie fest, dass Ricks Familie gefangen und beim Alting in Nidaros bei lebendigem Leib verbrannt worden war. Erlingre, Schwertzunge, hatte sie beschuldigt, schwarzen Seidre gewirkt zu haben. Ricks sprechender Schädel war der Beweis. Rick war entsetzt von dieser Gewalttat gegen seine Familie, von so viel Unrecht und einer derartigen Verdrehung des Erbegriffs, dass er Rache schwor. Doch er konnte sich nicht gleich nehmen. Doch er konnte sie nicht gleich nehmen, denn König Hardon hatte, auf Drängen von Erlingr, die beiden Liebenden geächtet. Rick und Solveig packten ihre Sachen und taten so, als würden sie Nidaros verlassen, so wie König Hardon es befohlen hatte. Bei Anbruch der Nacht stachen sie mit vielen großen und treuen Kriegern in See, während Erlingr über ihre Abreise spottete. Doch im Schutze der Nacht kehrten Rick und Solveig zurück, vermummt wie der Einäugige. Sie schlichen ins Dorf, töteten Erlingr und schnitten ihm sein Bein ab, um es als Kriegsbeute für alle sichtbar zur Schau zu stellen. So kam Rick zu einem neuen Beiname, der Geist von Nidaros.
Am folgenden Morgen setzte König Hardan ein Kopfgeld auf die beiden aus und Erlingeres Sohn Boli, Erlingeres Sohn, schwor Rache. Die beiden Liebenden flohen gemeinsam mit ihrem treuesten Drängir, dicht gefolgt von König Hardons Häschern. Angesichts deren überwältigender Überzahl ersannen Rick und Solveig eine List. Sie versteckten sich mit einigen Getreuen im Kadaver eines angespülten Wals und blieben dort 10 Tage und 10 Nächte. In der ersten Nacht machten sie Liebe vor ihren treuen Kriegern, die ihnen zujubelten. So ging es weiter, bis in der 9. Nacht ihr erstes Kind geboren wurde. Was? Das ging ein bisschen schnell, oder? Erik Wahlbrut. An jenem Abend, als sie ihr Neugeborenes im Arm hielt, hörte Solveig Rick im Schlaf sprechen, was er zuvor nie getan hatte. »Ich werde von dem Trank kosten, Vater«, schrie er aus einem Traum heraus. »Ich werde dich wiederfinden auf der anderen Seite des Untergangs.« Durch diese Anfälle hinweg hielt Solveig die Hand ihres Liebsten bis tief in die Nacht und küsste seine schweißgebadete Stirn. Am 10. Tag war die Gefahr durch König Hardons Häscher gebannt. Rick und Solveig änderten ihren Namen in Erik Wahlbrut und Silla Seekönigin, bis sie über ein Schiff und eine Gruppe von Kriegern verfügten. Ich dachte, der Sohn heißt Erik Wahlbrut. Mit der sie auf der Suche nach einem neuen Leben zu den Küsten Englands aufbrachen. Das erste Kind geboren wurde, Erik Wahlbrut. Wahlbrut. Und dann ändern sie ihren Namen in Erik Wahlbrut und Silla was? Der Sohn ist doch so. Ich bin verwirrt. Das da. Und das und das. Und dann haben wir's. Oben? Okay. Aua. Aus dem Weg! Muss lindern. Kann nicht warten. Böser Hund. Wir hätten Freunde sein können. Oh, das ging ja noch. Weg da. Aber hey, wenn wir die zwei Sachen da noch haben, dann haben wir diese Stadt fertig geplündert. Könnt ihr noch bei dem Laden vorbei? Lass mich mal hier vorbei. Danke. Tipp. Entschuldigung, wollte mich hier nicht hinhängen. Hallo! Hast du denn Schönes? Du solltest immer gut ausgestattet sein. Ja, ne? Finde ich auch. Gefällt dir das? Könnte dir gehören. Was ist das? Das würde doch reizen. Jungsverschönerungen. Oh. Okay. Ein gutes Auge für sowas. Ja, ne?
im Heck, was ist das denn? Ach, für ein Oh, Schiffsverschönerung. Genau dein Stil. Rentierclan. Das Jötunheim-Zeug haben. Ja, das wird sehr gut aussehen. Hab ich doch. Den Kauf würdest du sicher nicht bereuen. Thors Ziege! Du Thors Ziege haben. Geht was! Unglaublich. Noch besser als vorher. Ja, ne? Warum klaust du mir eigentlich das Zeug schon? Ne? Schade. Stück. Genau dein Stil. Ja, danke. Braucht man eigentlich immer. Pass gut auf dich auf da draußen. So, dann. So funktioniert das nicht. Funktioniert das? Ah. Könnte ich auch sagen, alles kaufen. Irgendwann bestimmt gebrauchen. Gib her! Bitte. Das kannst du sicher gut gebrauchen. Ja. Wir sehen uns bald wieder. Ja, mal gucken. Wir sehen uns bald wieder. Hey! Sag doch nicht sowas. Auch komischen Stoff. Der hat keinen komischen Stoff. Wenn. Ach, du bist schon aufgebessert, okay. Was ist denn komischer Stoff? Weiß ich nicht. Das komische Weiße da. Was zum. Cool. Gucken, wo ich mich hinarbeiten kann. Will. Diese Fertigkeit brechen Pfeile nie ab und können von gefallenen Gegnern zurückgeholt werden. Ich will das haben. Und dann lieber ein Schleichen? Lauern. Wenn deine Gesundheit während einer Auseinandersetzung im kritischen Zustand befindet, scheint sich alles um dich herum langsamer zu bewegen und du hast mehr Zeit, um dich zu heilen oder zu fliehen. Sturzabfang. Eivor führt automatisch eine Rolle aus nach einem Fall aus gefährlicher Höhe und verringert damit den erlittenen Schaden. Automatisch plättern. Weg da, ich will automatisch plündern haben. Ah, ich kann automatisch plündern. Sekunde mal, ich habe was verpasst. Wie lässt du dir das anzeigen? Keine Ahnung. Mir wird das einfach angezeigt. Ich weiß auch nicht, ob der will, dass ich mir das anzeigen lassen kann.
sogar den ganzen, ich sehe den ganzen Spaß hier. Ich weiß nicht warum. Oh, was ist das denn? Aha. Irgendwie voll den Links dran. Alles links. Ich kann automatisch plündern. Da, 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 da. Weg da. Ist das vielleicht seit dem Update so? Hast du mal bei dir in die Fertigkeitsliste geguckt? Wie die sich mal erschrecken. Da geht's rein. Aha. Und raus. Haha. Ich hab das doch jetzt eingesammelt, was da drin war, ne? Ja. Und jetzt noch. Dahin.